Bonjour, Madame und Monsieur, zu einem kleinen Let's Play, wie ihr euch so gewünscht habt. Ja, Weinbausimulator. Und. Ja. Ach, das zieh ich nicht durch. Nee, ich meine, das mit dem französischen Akzent, das krieg ich nicht hin. Weil ich hab schon ein bisschen reingeguckt. Das geht ja gar nicht. Das geht ja hier über die Frankreich-Region, ich meine, Weinregion Frankreichs. Was zum Teufel? Was soll ich damit? Das ist ja ganz anders, französischer Weinbau. Da habe ich ja gar keine Ahnung von. Aber, ja. Ich werde jetzt trotzdem mal für euch das ein bisschen hier angucken. Weinanbau-Simulator. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es ernst gemeint habt. Keine Ahnung. Ob ihr mich einfach nur quälen wollt, ob ihr es lustig findet, mal sowas Schlechtes zu sehen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ob jetzt ernst gemeint oder nicht, ich werde es mal spielen, ja. So, also Karrieremodus mache ich als erstes hier. Da muss ich wohl in Elsass anfangen, bei Straßburg. Ja, kann ich mal hier lesen. Endlich, die Zeit ist gekommen, um deinen Traum wahr werden zu lassen und dein eigenes Weingut zu betreiben. Ein bescheidenes Grundstück stand zum Verkauf, wobei der aktuelle Eigentümer daran interessiert war, schnell zum Tiefstpreis zu verkaufen. Du hattest das Budget und konntest nicht widerstehen. Das Château befindet sich im Elsass mit ausreichend Land und guter Bodenqualität, wo sich ausgezeichnete Traubensorten anbauen lassen. Weine aus dem Elsass stehen bei Weinfreunden meist weit oben auf der Liste der Lieblingsweine. Und da in der Regel für die Herstellung jener Weine nur eine Traubensorte verwendet wird und keine komplexe Ensemblage benötigt ist, ist dies eine ausgezeichnete Gelegenheit, mit deiner Karriere als Weinbauer zu beginnen und einen ordentlichen Gewinn zu machen. Schaffst du es, aus deinem Weingut ein erfolgreiches Unternehmen zu machen und über 1 Million Euro einzunehmen, hältst du die Möglichkeit zu expandieren und neue Weinregionen in Frankreich zu erschließen. Sehr schön. Na, dann mal fortfahren. Also im Elsass geht's los. Gucken wir mal. Oh, Tortue, das ist gut. Aha, 2009 haben wir. Um die innerhalb des Levels bewegen zu können, musst du lernen, wie man die Steuerung bedient. Aha. Um zu navigieren, bewege den Cursor zum Bildschirm ran oder verwende die Tasten WASD, schau dich einmal ein bisschen um, so, oder, ja, so. Aha, mit Maustaste, guck. Scrollen, rein, raus, ach Gott, was eine Grafik. Echt, das ist ein Meisterwerk. Schaut euch an, dieses wunderschönes Weingut. Neben der manuellen Sichtbarkeit gibt es auch Orte im Level, zu denen du mit einem Klick gelangen kannst. Zum Öffnen der Liste klick auf den Button Überblick. Aha, da unten. Ja. Pinot Noir, Gewürztraminer und nochmal Gewürztraminer haben wir. Bis jetzt. Der Rest ist Sprache. Klicke auf ein Quick Jumbo Areal, um die Ansicht auf diesen Ort zu verlegen. Da, zum Beispiel Pinot Noir. Auch, ich meine, Pinot Noir, schwarz, Spätburgunder, was sage ich denn da? Klick nun wieder auf den Überblickbutton, um zur Standardansicht zurückzukehren. Aha. Im Spiel kannst du mit der Maus Objekte auswählen, die Auswahl rückgängig machen und Infos aufrufen. Mit einem Linksklick lässt sich ein Objekt auswählen. Klickst du zum Beispiel auf ein Gebäude, so gelangst du dort hinein. Echt, hinein? Mit einem Rechtsklick kannst du die Auswahl rückgängig machen. Im eben genannten Beispiel würdest du so wieder zur Standardansicht zurückkehren. Ah ja. Um die objektspezifischen Infos einzusehen, führe einen Rechtsklick auf das Objekt aus. Beim Rechtsklick auf ein Gebäude wird das Infofenster aufgerufen. Ah ja. Hä? Ah, okay. Um die Trauben verarbeiten und den Wein produzieren zu können, musst du in speziellen Gerätschaften investieren. Oh, da ist jemand. Bin ich das? I don't know. Ist das Platzieren der Anlage das Platzieren der Anlagen funktioniert ähnlich wie das Platzieren von Gebäuden. Klicke zunächst auf den markierten Button. Ah ja. Was ist das? Kompakte Apfelfabrik. Ideal für kleinere Weingüter. Kostengünstig, effizient und gerade schnell genug. Die kosten 20.000 Euro.
Um das Equipment-Fenster aufzurufen, führe einen Rechtsklick auf einen der Gerätschaften aus. Rechtsklick? Ach so. Hä? Stand Rechtsklick. Gerätschaften aus. Ach so. Kompaktapfelfabrik. Ah ja, okay. Hier kannst du dir Infos über die Gerätschaften anzeigen lassen und deren Zustand überwachen, welcher sich durch die Nutzung zunehmend verschlechtert. Ach Gott, ach Gott. Es ist wichtig, regelmäßig in die Wartung der Geräte und Anlagen zu investieren, damit diese nicht kaputt gehen. Fällt der Zustand auf Null, wirst du sehr viele höhere Reparaturkosten haben. Für die Wartung einer Anlage klick auf den markierten Button. Ja, kann man sehr gut merken hier mit Dings. Ja, und? Hey. Bin ich jetzt blöd? Ja, Wartung. Was soll ich denn da sonst machen? Oh. Upsala. Achso, da kann man es platzieren. Ja. Ja, und sonst weiter. Ist das jetzt alles, was ich als Dings krieg? Als Anleitung. Mal ein paar Tanks. Hochmoderne Fermentieranlage. Fermentieranlage, ah, im Verhältnis zu ihrer Größe relativ teuer, aber in der Aufbereitungsgeschwindigkeit unschlagbar. Ja, alles klar. Was haben wir hier noch? Traditioneller Gärbottich, für kleine Weingüter optimal geeignet. Die Anlage kann eine große Menge Saft in aktueller Zeit aufbereiten. Also schön. Schön, schön. Ja, ich frage mich nur, ob ich jetzt irgendwie mehr noch Tutorial krieg oder was muss ich. Bin ich jetzt zu blöd? Zustand. Ja, toll. Ich bin echt ein bisschen zu blöd, was? Bestand. 1000. Oh, wow, wow. Ach Gott. Es geht aber fix weg hier. Oh mein Gott, ich habe keinen Bestand mehr oder was? Was haben wir hier noch? Standardabfüller kompakt. Aha. Große 1A Abfüllmaschine. Achso, immer größere extra Halle für eine Abfüllmaschine. Okay. Was haben wir hier? 13er Gärbottich. Hä? Ja. Ah. Mit hohem Fassungsvermögen. Höheres Fassungseinheiten pro Tag. Kapazität doppelt so groß, okay. Hochmoderne Fermentieranlage im Verhältnis zu ihrer Größe relativ teuer, aber in der Aufbereitungsgeschwindigkeit unschlagbar. Was? Ein örtlicher Einzelhändler verkauft sehr erfolgreich Riesling und sucht nach einem Handelspartner, der ihn weiterhin damit beliefern kann. Also muss ich jetzt Riesling haben. Habe ich aber im Moment noch nicht. Kann ich da irgendwie brauche? Kann ich da jetzt das Anbaufenster hier... Aha. Hierüber kannst du die Pflege der vorhandenen Weinstöcke steuern und neue anpflanzen. Nichts angebaut. Starkwachstum, Unkraut, Schädlingsbefall. Eieieiei. Ja. Das Bild ganz oben zeigt den Zustand der Reben an. Während ihres Wachstums ändert sich auch das Bild entsprechend. Anfang ist nur ein Spross abgebildet oder falls nichts angepflanzt wurde, das brachliegende Feld. Ja. Was man jetzt im Moment sieht. Über das Dropdown-Menü am unteren Rand kannst du neue Setzlinge einpflanzen oder die aktuelle angepflanzte Rebsorte ändern. Eine neue Traube anzubauen wird durch Geld kosten. Zudem wird es circa ein Jahr dauern, bis die Weinstöcke beginnen, Früchte zu tragen. Normal kriegt man erst doch im dritten Jahr. Egal. Und auf der Suche nach einem Riesling. Ah ja, die wollen alle Riesling im Moment. Beachte, dass man Weine unter anderem wertvoller und manche Anbauflächen größer als andere sind. All diese Faktoren sind darüber ausschlaggebend, wie viel das Pflanzen neuer Setzlinge kostet wird und wie viel Gewinn ein Feld schließlich abwirft. Im Fenster findest du vier Balken, die den aktuellen Status der Fläche anzeigt. Mit der Zeit verliert der Boden an Nährstoffen und braucht Dünger. Ja, Dünger, genau. Die Reben könnten von Schäden befallen werden, Spritzen. Daher ist es notwendig, den Zustand der Flächen zu beobachten und sie gesund zu halten. Wenn du eine Fläche behandelt oder düngen willst, klick auf den markierten Button. Ah ja, Behandlung. Und da gibt es dann Dünger.
Insektizide und Unkrautvernichter, Herbizide. Ne, Herbizide, das war was anderes. lässt sich. Es gibt vier Behandlungsmöglichkeiten. Es lässt sich immer nur ein Problem jeweils eine Fläche beheben. Bei einer solchen Behandlung erscheint über dem betreffenden Bild ein Balken mit dem aktuellen Behandlungsstatus. Für die Handlung der Anbaufläche musst du Winzer einstellen über die Scheune. Je mehr du einstellst, desto schneller kann der Optimalzustand erreicht werden. Behandle jedoch gleichzeitig die Gehaltsforderungen deines Personals im Auge. Ja, natürlich, die kosten natürlich auch Geld. Alter, das ganze Tutorial, bevor ich hier das Tutorial durch habe, bin ich schon bankrott. Für die Traubenlese musst du Pflücke einstellen. Sie sind Saisonkräfte und nur während der Erntezeit verfügbar. Ja. Achte auf den blinkenden grünen Button links unten. Er weist darauf hin, dass deine Säfte für die Ensemblelage der verschiedenen Weine bereitstehen. What the fuck? Willkommen zu Ensemble. Hier kannst du entscheiden, welcher Typ Wein in welchen Mengen produzieren möchtest. Du kannst den Wein auch reifen lassen, was seinen Wert steigert. Oben links im Bildschirm befindet sich eine Liste mit Weinen, die du in dieser Region anbauen kannst. Ja. Gewürztraminer, Muskat, Pinot Noir, Riesling, Vastoka, Pinot Gris. Pinot Gris ist doch Grauburgunder. Aber was heißt Tokay? Bei der Auslieferung eines Weines, Auswahl eines Weines aus der Liste erhältst du die Wegebeschreibung. Bitte wähle den Gewürztraminer Wein aus. Ja, haben wir doch schon. Das Traubensaftinventar zeigt die Bestände auf dem Weingut an. Hier können wir sehen, dass die größte Ressource Gewürztraminer ist. Davon hast du 7000 Liter. Ja, sonst habe ich aber im Moment nichts. Bei der Auswahl eines Weins aus der Liste erscheint oben die Säfte, auf Basis derer du den Wein produzieren kannst. Fehlt dir ein Saft, kannst du auch den Wein nicht herstellen. Was hier jetzt ist? Säfte. Ja, okay. Mit Hilfe des Mengenschiebers oben kannst du die zu produzierende Weinmenge festlegen. Stell ihn auf 7000 Liter. Alles klar. Das geht ja nur noch auf 5000. Bist du mit deinem Wein zufrieden, klick auf den Button hinzufügen. Du hast nicht den für die Produktion dieses Weins notwendigen Traubensaft. Hat er doch gesagt, die soll ich so machen. Was will der jetzt hier? So, Alter. Hinzugefügte Weine werden rechts angezeigt. Stellt dich deine Auswahl nicht zufrieden, will den betreffenden Wein aus und klicke auf Entfernen. Der Wein verschwindet. Oh, Alter, ich kann nicht mehr lesen. Aus der Produktionsliste. Der Traubensaft kommt zurück ins Lager. Entfernen. Bist du mit der Auswahl zufrieden? Klick auf den Button Fortfahren, worauf dein Personal mit der Weinproduktion beginnt. Hierüber kannst du Personal einstellen und entlassen. Dein Personal wird ausschließlich in dem ihm zugewiesenen Gebäude arbeiten. Okay. Zum Einstellen eines neuen Arbeiters genügt ein Klick auf den Einstellen-Button. Was für ein Einstellen-Button? Hä? Was? Das gibt keinen Sinn. Ich klicke hier einfach irgendwo hin. Was zum Teufel? Okay. Das gibt keinen Sinn. Ach so, hier wohl, oder was? Entlassen, ja, einstellen. Kann man hier einen Saisonarbeiter und entlassen auch. Jetzt habe ich zwei, mehrere. Okay. Boten infertil. Was heißt das denn? Bis zum Teufel. Ach so. Ach, ich bin doch nur blöd. Ich habe da nur 5000 gelesen, aber es sind 15000, weil das. Alter, wie schlecht. Wird einfach die 1 überdeckt. Das war der Fehler. Also 7000 wollten die. So aber. So, okay, 7000 Liter.
Was machen die, oder was? Okay. Nichts angebaut, ja. Schon klar. Ich blicke hier nur gerade nicht so. Da komme ich automatisch dann wieder hier zurück. Okay. Drei Winzer. Ein Sortierer. Ein Fermentierer. Und zwei Abfüller. Ah, ja. Hightech-Fermentieranlage. Aha, das sind alles Fermentierer. Alles klar. Da wieder raus. Mal da gucken, was haben wir denn hier Schönes. Da haben wir moderne Weinpresse für etablierte Weingüter. Teuer zwar, jedoch verarbeitet sie große Mengen in kurzer Zeit. Und das ist Industrie-Standard-Sortieranlage für etablierte Weingüter. Sortieranlage werden sowas. Eine kleine Ladenkette möchte 7000 Flaschen Gewürztraminer einkaufen. Jo, bisschen Geld. Wow, das ist glaube ich ja schön. Ah, hier könnte man jetzt warten. Hat 5000 Dollar, Euro gekostet. Alles klar. Ah, ich wollte mal gucken, was haben wir hier noch? Das ist dann Deluxe-Sortieranlage, einfache Weinpresse und moderne Weinpresse. Was habe ich hier? Hier habe ich die moderne Weinpresse sogar schon. Okay. Was haben wir hier noch? Boah. Einfach besten. Okay. Alles klar. Die haben im Moment irgendwie noch nichts. Mit diesem Profi-Schnittwerkzeug kannst du dich dein Personal optimal um die Pflege der Reben kümmern und so den Ernteertrag erhöhen. Mit diesem Unkrautvernichter gefüllten Verhältnis könnte deine Arbeit mit jeder Art Unkraut, das den Reben wichtigen Nährstoff entzieht, fertig werden. Unkrautvernichter, Insektizide, Dünger. Erstmal Werkzeug hier. Hä? Kann ich das nicht hinter ihm bauen? Wollte gerade sagen. Alter, das hängt ja hier teilweise. Ja, sagen wir. Teilweise reagiert das aber schlecht. Will ich mal behaupten hier. So. Sind die gerade verschwunden? Was zum Teufel? Warum habe ich ja jetzt auf einmal vier Winzer? Egal. So. Dafür brauche ich jetzt jedes einzelne nochmal. Oder was? So wie es aussieht. Muss mal gucken, wie ich das verteile. Zack. Und zack. So, bitteschön. Abreißen, bin ich denn blöd? Und bauen, was kann man da noch machen? Das Fenster bauen. Hier rüber kannst du Gebäude platzieren, um darin Gerätschaften und Güter unterzubringen. Auf jedem Weingut muss es mindestens ein Farmhaus geben, um Winzer einstellen und Equipment lagern zu können. Klicke auf den markierten Button, um ein neues Farmhaus zu bauen. Farmhaus. Warum noch eins? Ich hab doch da schon eins. What? Ich wollte gerade sagen, wo bleibt denn das Farmhaus? Sehr lustig. Sieht ja lustig aus, wie das hochgezogen wird. Durch den Drücken der mittleren Maus kannst du dein eigenes Gebäude drehen. Ah, okay. Alles klar. Sind die Trauben gepflückt, kommen sie ins Sortiergebäude. Hier werden sie nach Art und Qualität sortiert. Verdorbene Weinbeeren, Blätter und Stiele werden entfernt. Zudem werden hier die Trauben zur Saftgewinnung gepresst. Über dieses Gebäude kannst du das Sortierpersonal einstellen. Ja, ist schon klar. Nach dem Pressen der Trauben kommt der Saft in die Fermentiergebäude, wo er für circa eine Woche gärt. Eine Woche? Das ist aber ganz schön schnelle Gärung. Die natürliche Hefe reagiert hierbei mit dem Zucker im Saft, worauf Alkohol entsteht. Ja. Zucker wird zu Alkohol vergoren. Genau. Über dieses Gebäude kannst du das Fermentierpersonal einstellen. Ja, ist schon klar. Nach dem Gären und Assemblieren des Saftes wird er entweder zum Reifen gelagert oder in die Abfüllfabrik gebracht. Hier wird der Wein abgefüllt und an die Käufer geliefert. Über dieses Gebäude kannst du das Abfüllpersonal einstellen. Alles sehr simpel bis jetzt gehalten, muss ich sagen. Machst du erste Gewinne, solltest du dringend in ein Lagerhaus investieren. Hier kannst du den Wein vom Abfüllen lagern und in Eichenfässern reifen lassen, was seinen Wert steigert. Oh ja. Holz gelagert, das verkauft sich immer gut. Nach dem Abfüllen des Weines durch dein Personal kannst du dieses an den meistzahlenden Kunden ausliefern.
Zum Beginn gibt es für deinen Wein Gebote verschiedener Firmen. Einige sind höher als andere. Meist kannst du dann die schlechten ablehnen und auf bessere warten. Zeitweise jedoch wirst du sofort auf Einnahmen angewiesen sein, weshalb du dich in einem solchen Fall für eines der ersten Angebote entscheiden solltest. Ja, und wo sehe ich das? Sehe ich das irgendwo? Markt sehe ich das wohl. Zuweilen sind Einzelhändler auf der Suche nach speziellen Weinen. Da sie den Wein unbedingt haben wollen, sind sie bereit, mehr als üblich dafür zu zahlen. Im Marktfenster findest du eine Übersicht aller abgeschlossenen und noch nicht abgeschlossenen Transaktionen. Ja, okay. Ja, das reicht jetzt erstmal für heute. Ich habe gesehen, wir sind jetzt schon... Warum blinkt das schon wieder? Was will denn das hier? Ich habe noch 3400. Ja, ist schon klar. Okay. Habe ich sonst noch was? Pinot Noir? Nö, habe ich alles nicht. Warum habe ich nichts? Was soll das? Sortieren. Pressen. Verkauft. Okay. Nee. Also, das war's erstmal für die erste Folge. Das ist ja ganz lustig. Bis jetzt läuft's auch ganz gut. Nur, es gibt keine Auflösungseinstellung. Es gibt halt auch kein Breitbild, was jetzt Render geben wird bei der Aufnahme. Ich habe es zwar komischerweise hier auf dem Bildschirm automatisch auf Breitbild, aber in der Aufnahme dann, wenn ich es mir anschaue, habe ich gesehen, bei Probenaufnahmen ist das überall Rand. Und ich habe nicht gefunden, wie man das ändern könnte. Ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, mich da weiter zu beschäftigen mit. Ja gut, das Tutorial hat mich jetzt lange aufgehalten, muss ich sagen. Chateau. Und wir werden mal sehen, wie ich mich anstelle in den nächsten Folgen. Man muss sagen, das ist doch schon ganz anders, als was ich so mache bei der Arbeit. Ich meine, hier ist es ja eher, du beauftragst die nur. Und ich bin ja der Arbeiter selbst dann hier. Naja. Das ist halt eine andere Situation. Oh, das kann man wegmachen. Oh mein Gott, Hilfe, wo ist es hin? Ach so, da stimmt. So war das. Okay, das war es erstmal für die erste Folge. Ja, ist also bis jetzt besser als erwartet, aber wir werden mal sehen. Also, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.